die die Welt verändert. Würde man nun das World Wide Web mit einem Straßennetz vergleichen, dann ist es bislang ja so, dass darauf auf weiten Strecken jedenfalls jeder rumkurven kann, wie er will. Ohne Kennzeichen, ohne Gebühren, ohne Checkpoints. Noch herrscht viel Freiheit im Netz, mit allen Vor- und Nachteilen. Eine Freiheit, die aber auch jetzt schon eingeschränkt wird. Länder wie China zum Beispiel zeigen bereits, dass auch im Internet eine staatliche Zensur möglich ist. Und sie wollen mehr davon. Mehr Kontrolle, mehr Zensur. Darum geht es ganz aktuell auf einer internationalen Konferenz in Dubai. Die Hintergründe erklärt Florian Neuhann und beginnt seinen Bericht im deutschen Netz. Willkommen im Herzstück des deutschen Internets. Ein Rechenzentrum in Frankfurt, die größte Datentauschbörse der Welt. Netzbetreiber schicken sich hier riesige Datenmengen, Internetseiten, E-Mails, YouTube-Videos. Der Datentausch von ihnen selbst organisiert, ohne staatliche Kontrolle. Das Internet bringt viele Marktteilnehmer ohne großen Aufwand, ohne große Kosten, ohne Regulierung zusammen. Das ist genau der Erfolgsfaktor des Internets, dass es so funktioniert. Doch dieses offene Internet ist in Gefahr. In Dubai, beim Treffen der Internationalen Fernmeldeunion, wollen Staaten wie Russland, Ägypten oder China neue Regeln festschreiben. Zum Beispiel, dass Nationalstaaten offiziell das Netz reglementieren und unliebsame Inhalte überwachen dürfen. Dubai ist eben jetzt sozusagen der Scheideweg. Soll das weiter so gehen mit einer rein privaten Organisation, einer nicht staatlichen Internetregulierung, oder soll jetzt das Netz doch mehr und mehr in die Hände von Staaten, wie zum Beispiel Russland, China und Saudi-Arabien, geraten, die das Netz sehr stark reglementieren und kontrollieren wollen? Es sind merkwürdige Allianzen, die sich da gerade bilden. Denn gegen das offene Internet kämpfen auch andere, Telekommunikationskonzerne zum Beispiel. Es geht um das Prinzip der Netzneutralität. Jedes Datenpaket wird demnach gleich schnell weitergeleitet, egal ob ZDF-Mediathek, eine regierungskritische Mail oder ein YouTube-Video. Jetzt aber wollen die Betreiber der Netze, etwa die Deutsche Telekom, mehr Geld kassieren und an Kontrollstationen prüfen, welche Daten sie da weiterleiten. Zahlen die Absender Geld, kommen diese Daten auf die Autobahn und werden schneller weitergeleitet. Andere Daten haben das Nachsehen. Die Telekom argumentiert vor allem mit den gestiegenen Kosten. Wir haben ein Datenvolumen, das ständig wächst, seit 2001 um den Faktor 200. Das heißt, das Internet muss dringend ausgebaut werden, die Netzinfrastruktur muss dringend ausgebaut werden und das kostet Milliarden. Die Telekom will ran ans Geld und Daten sortieren in profitabel und weniger profitabel. Den Staaten wie Russland, China und Co. geht es um die Inhalte, darum kritische Botschaften abzufangen. Das Werkzeug, das beide dafür nutzen wollen, ist das gleiche, eine Kontrollstation für die Daten. In Dubai hat man erstmals einen weltweiten Standard für dieses Werkzeug geschaffen. Eine gemeinsame Lupe für die Datenschnüffelei. Der Kampf um das Internet hat begonnen. Von Datenströmen wechseln wir jetzt zu unkontrollierten Geldströmen.